Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. David schreibt im Psalm 62, Vers 9: Vertraut auf ihn alle Zeit, Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir einen Zufluchtsort haben, etwas, das uns Halt gibt. Und du darfst dein Herz vor ihm ausschütten und er hört dich. Vertraue ihm alle Zeit, so wie es David hier sagt. Er hat Gott wirklich ganz vertraut und er hat auch das erlebt, was er geglaubt hat. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Auch ich möchte über David reden, Psalm 23, da heißt es, Gott führt mich zu frischem Wasser. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Und wir beten für alle Anliegen, auch diejenigen, die wir nicht vorlesen. Gott führt mich zu frischem Wasser. Wir haben eine Sendereihe gemacht über dieses Wochenende, die wir genannt haben Oasenzeit zu Hause. Und da hat unser Reiseleiter Danny Walder über die Wüste berichtet und auch wie es David erlebt hat. Führe mich zu frischem Wasser. In der Wüste ist es so, dass es so gut wie nie regnet, aber an einem Platz kommt so ein Platzregen runter und da ist es dann ein Jahr richtig grün. Und überall anders, auf den anderen Plätzen, ist Dürre. Das heißt, mal ist auf dem Platz Wasser und auf dem Platz. Und das war auch natürlich zur Zeit von David so. Und da ist dieser Wunsch, führe mich zu frischem Wasser, diesen Platz zu finden, wo es gerade geregnet hat, für ein Jahr dort grün war, war was, wo wirklich Existenz bedrohlich war, wenn man es nicht gefunden hat und wo jeder haben möchte. Und das ist auch was, wo wir heute brauchen. Wir leben manchmal auch in so einer Wüste. Wir leben in einem wunderbaren Land, aber manchmal auch in so einer Wüste, nicht vom Land her gesehen, sondern von unseren Situationen. Und da dürfen wir auch beten, führe mich wirklich zu der Quelle, dort, wo das Grüne ist, wo das Nahrhafte ist, wo das Wasser ist, was ich für mein Leben brauche. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt wirklich diese Menschen, die jetzt zuschauen, die sagen, ich möchte zu dem frischen Wasser, ich möchte dort, wo die Nahrung ist, auch für meine Seele die Nahrung, zeige mir den Weg dort, wo es ist, damit ich wirklich satt werde, damit ich zufrieden werde, damit ich heil werde an Geist, Seele und am Leib. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns auf YouTube, bitte betet für meinen Sohn, er leidet seit Jahren unter Kopfschmerzen. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Sohn kennst und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du diese Kopfschmerzen auch besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass das aufhört. Und ich schneide jeden Kopfschmerz jetzt ab im Namen Jesu. Und auch bei allen anderen Menschen, die Kopfschmerzen haben, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, ja, schneiden wir diesen Kopfschmerz jetzt ab im Namen Jesu. Egal, ob es Migräne ist, egal, ob es ein Tumor ist, egal, was für Ursache es ist, Jesus, du kannst das wiederherstellen. In deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, dass das aufhört, diese Kopfschmerzen, dass sie entmachtet sind durch dein Blut. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt jeden berührst, der Kopfschmerzen hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und viele Menschen haben uns auch geschrieben wegen Tinnitus. Unter anderem auch dieser Mann. Der Tinnitus in meinem rechten Ohr wird immer schlimmer. Seit einer Woche dröhnt er in meinem Kopf, dass ich völlig verzweifelt bin. Bitte bete zu Jesus für mich, dass er endlich Ruhe gibt und aufhört.
Und Jesus, ich danke dir, dass du auch ein Herr bist über Tinnitus. Ja, und dass das aufhört, dass diese Geräusche aufhören und dass sie entmachtet sind durch dein Blut. Danke, Jesus. Bei jedem Einzelnen, der Tinnitus hat, befehlen wir jetzt diesen Ohrgeräuschen aufzuhören im Namen Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass du da wieder Freiheit schaffst, dass du Ruhe gibst, Ruhe schaffst. Danke, Jesus, dass diese Ohren wieder völlig in Ordnung sind und die Ursache auch behoben ist. Danke, Jesus, dass du ein Herr bist, auch über Tinnitus. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und weitere Gebetsanliegen sind eingegangen. Auf Facebook erhielten wir folgende Gebetsbitte. Bitte betet für mein Geschäft. 5 Wochen geschlossen ist eine echte Herausforderung. Trotzdem die Miete immer pünktlich bezahlt wurde, hat mein Vermieter den Vertrag nicht verlängert. Ein Umzug in eine neue Immobilie wäre Ende August schier unmöglich, denn nach dieser Krise fehlen die Einnahmen. Ja, das sind Situationen, die hätte man nie gedacht. Wir wollen jetzt auch wirklich beten, dass da Lösungen Gott schenkt für diejenigen, die Gott vertrauen. Danke, Herr. Herr, du kennst jetzt jeden Geschäftsmann, Geschäftsfrau, die jetzt in einer Lage sind, wo sie irgendwo ein Ende sehen, aber wirklich weiter müssen. Und ich danke dir, Herr, dass du Lösungen schenkst. Ich danke dir dafür, dass du auch schenkst, Herr, dass Umsätze kommen, wenn es jetzt wieder aufgeht, Umsätze kommen, die wirklich das Alte abdecken, wo zu war. Herr, dass das Unmögliche möglich wird, Herr, wo man sich nicht vorstellen kann. Ich danke dir dafür. Schaffe da auch diesen wunderbaren Menschen Quellen, Herr, an die sie nicht denken, die sie noch nie gesehen haben, wo sie wirklich nicht nur überleben, sondern neue Geschäftsideen auch haben, Neues haben, um wirklich viel Freude dabei zu haben und wo der eine oder andere vielleicht auch sagt, wow, das hat mich auf eine ganz andere Ebene gebracht. Ich danke dir dafür, dass du der Herr bist der Lösungen. Amen. Amen. Und wir wollen heute auch für alle Anliegen beten, die nicht vorgelesen wurden. Gott erhört nicht nur Gebet, wenn es vorgelesen wird, sondern er kennt dich und er weiß um dich und er kennt deine Sorgen und deine Nöte. Das Schöne ist ja, dass Gott dein Herz kennt. Und wenn du irgendwas an uns schreibst, ist das wirklich was, wo Gott schon weiß, indem du es schreibst. Das ist nicht nur wichtig, dass wir es lesen. Wir lesen wirklich alles, was reingeht. Wir beten auch über allem, auch in den Gottesdiensten, selbstverständlich. Aber noch wichtiger ist es, dass es Gott weiß. Und er kennt dein Herz, mit was für einer Einstellung oder Motivation du uns geschrieben hast. Er kennt dich und er hilft dir. Und Herr, danke, dass du jetzt jeden kennst, der jetzt immer Sendung für Sendung vielleicht wartet, wann kommt mein Anliegen dran, das vorgelesen wird. Herr, dass du nicht irgendwelche Sachen favorisierst oder Lieblinge hast, sondern du bist ein Herr für jeden Menschen. Und danke, Herr, dass du jetzt eingreifst bei jedem, der Hilfe braucht, der geschrieben hat, egal wie, über die Social Medias oder auch per Post oder wie auch immer. Ich danke dir dafür, dass wir bei dir an der richtigen Adresse sind und dass du hilfst. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Menschen erleben Gott und eine Frau schreibt uns, dass sie keine Schmerzen mehr hat. Seit der Gebetsnacht geht es meinem Rücken und meinen Beinen viel besser. Ich kann jetzt wieder ohne Schmerzen laufen, auch circa 5 Kilometer. Vorher war das nur unter Schmerzen möglich. Danke, Jesus, und euch für eure Gebete. Und eine weitere Gebetserhörung. Wir hatten ja kürzlich unsere Gebetsnacht und trotzdem, dass es nur per Livestream ausgestrahlt wurde, sind so viele Gebetserhörungen eingegangen, wie auch die folgende. Ich möchte Ihnen voller Freude und dankbarem Herzen mitteilen, dass in der Woche nach Ostern Heilung erfahren habe.
Ich kann wieder gut schlafen und das Taubheitsgefühl in meiner rechten Hand und in den Fingern und auch der brennende Schmerz sind verschwunden. Danke Gott und euch für eure Gebete. Ja, wie wunderbar. Aber nicht nur in der Gebetsnacht hilft und heilt unser Herr Jesus. Nein, er möchte dir jederzeit helfen. Er ist immer da, auch wenn niemand da ist. Und wenn du was erlebt hast, lass es uns wissen. Wir haben die WhatsApp-Nummer eingeblendet. Schreib uns einen Text oder schick uns ein kurzes Video. Das freut uns so sehr. Schön, dass du heute mit uns warst und du kannst auch weiterhin deine Gebetsanliegen schicken. Unser Telefonteam ist auch bis 13 Uhr noch für dich da. Ja, der Tipp des Tages. Und da möchte ich heute wieder Bezug nehmen zu meinem Thema am Anfang. Ja, wenn der Herr spricht oder der David sagt, besser gesagt, führe mich zu frischem Wasser. Schließ deine Augen und sag, Herr, zeige mir wirklich dort, wo das frische Wasser ist, das frische Wasser, das ich jetzt brauche, das ich für mein Leben brauche. Schenke mir Veränderung, führe mich aus meiner Wüste an den Platz, wo so richtig frisch und bildlich gesprochen richtig grünes Gras gibt. Wir hatten letztes Wochenende die 3 Sendungen über Oasenzeit zu Hause und das war von Freitag, Samstag, Sonntag. Diese Sendungen sind in unserem YouTube-Kanal immer noch zu sehen. Schau dir sie an, empfiehl sie weiter und du wirst viel, viel Freude daran haben. Du schaust jetzt auf YouTube uns und ich rate dir, abonniere unseren Kanal und du bekommst immer Nachricht, wenn wir eine neue Sendung haben oder was Neues reinstellen. Einfach die Glocke drücken und du wirst benachrichtigt. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Wie gefällt dir diese Sendung? Was würdest du vielleicht anders machen? Wir freuen uns über dein Feedback. Und wir wünschen dir von Herzen Gottes Segen und alles Gute. Alles Gute und bis morgen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.